Die Katholisch-Theologische Fakultät Tübingen feiert im Moment ihr 200-jähriges Bestehen. Das Motto der Feierlichkeiten lautet: Nicht ohne die anderen. Gemeint sind damit die anderen Wissenschaften, ohne die auch ein Theologiestudium nicht funktionieren würde. Sie können ja, wenn Sie das Programm unserer Jubiläumsveranstaltung angucken, sehen, dass wir sehr stark auf Tandems gesetzt haben. Also Kolleginnen und Kollegen, die zusammen mit Theologinnen und Theologen sich an einem aktuellen Thema abarbeiten. Und das spiegelt, glaube ich, die Realität auch unserer Fakultät an der Universität Tübingen wider, dass wir in Forschung und Lehre ganz intensiv mit Schwesterdisziplinen, sei es der Soziologie, der Politikwissenschaft, der Wirtschaftswissenschaft, den Literaturwissenschaften, der Philosophie zusammenarbeiten, und zwar themenkonzentriert an den Dingen, die uns alle herausfordern. Die Institution feiert sich deswegen auch nicht selbst, sondern setzt an den 2 Tagen auf Begegnung und Dialog in Workshops und Vorträgen. Die Zahl der Studierenden am Theologikum in Tübingen ist in den letzten 50 Jahren deutlich gesunken. Und auch der Mangel an Priestern bereitet den Theologen Sorgen. Aber vielleicht muss in solchen Fragen nur der Blickwinkel verändert werden. Die Frage ist vielleicht gar nicht zunächst, wie viele Priester haben wir, sondern wie viele Menschen haben wir, die sich für Kirche an unterschiedlichen Orten engagieren. Und ich stelle fest, dass mit der Veränderung der Kirchenlandschaft, mit diesem Priestermangel, plötzlich ganz neue Lösungen möglich werden. Da gründen Frauen in der Gemeinde einen Gebetskreis, da finden sich Laien, die Jugendarbeit gestalten. Das heißt, ich frage gar nicht, wie viele Priester haben wir, sondern ich frage, was brauchen die Menschen heute? Was können wir ihnen anbieten in der Schule, im Beruf, in ihrem Privatleben? Denn auch wenn es vielleicht weniger Priester gibt, gibt es nach wie vor viele junge Menschen wie Christian Henkel, die im Dienst der Theologie tätig sein wollen. Und die Grundfrage war für mich, was kann ich für einen Einfluss auf eine Gesellschaft ausüben, die sich einerseits immer weiter entzweit, wo Gräben auftreten, und die andererseits aber so ganz stark nach einem Sinn sucht, nach etwas sucht, was sie zusammenhält. Wie andere Wissenschaften muss sich auch die Theologie auf Veränderungen einstellen und anpassen.